Ja, es gab viele farbenprächtige Dinosaurier in der Urzeit, aber wir haben hier im Dinopark, wie ihr beim heutigen Forscherfreitag sehen werdet, nicht nur Dinosaurier im Park, es gibt auch Flugsaurier und die Gruppe der Wassersaurier, zu denen dieses Exemplar gehört, wo ich mich gerade bemühe, das künstlerisch zu gestalten. Und Kati Hallo, guckt schon ganz kritisch. was machst du denn da? Ja, ich versuche den Plesiosaurier hier in seinen Farben anzumalen, die wir für wahrscheinlich annehmen, und wollte mich hier an unserem Modell Ich wollte gerade orientieren. sagen, guck dir lieber mal unseren an, der ist, glaube ich, deutlich schöner, oder? Dunkler Rücken. Herzlich willkommen zur neuen Folge Forscherfreitag. Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Also, Ja, ich bemühe gefällt dir mich. die Lackierung nicht? Tatsächlich, siehst du, ich bemühe mich, ich habe hier auch nur einen schwarzen Edding, ihn oben dunkel zu machen und unten hell, weil ich habe gehört, bei Wassertieren ist das eine Färbung, die Ach, doch ganz gut Sinn macht, ne? wie bei Pinguinen? Ja, wie zum Beispiel bei so einem Pinguin, ne? Also von oben nicht zu sehen, von unten, weil man von unten ins Licht guckt, auch Wenn nicht ich zu zum Beispiel sehen. ein Ja. gefährlicher Hai Guter bin von oben nach oben gucke, Tarneffekt. schlecht zu sehen, der Super. Tarneffekt. Wie gesagt, eine ganz eigene Gruppe von Sauriern. Plesiosaurus steht stellvertretend für die Gruppe der Wassersaurier, weil er ist schon einer, der sehr, sehr früh gefunden wurde. Und das tatsächlich kurioserweise von einem kleinen Mädchen, von Mary Anning. Mary Anning, die an der Küste von Dorset Fossilien gesammelt hat, hat unter anderem auch ja, die Knochen dieses Wassersauriers gefunden. Und was den Wassersaurier ja vor allem auszeichnet, er hat keine Beine, ne, wie die Genau, landlebenden der hat Dinos. vier Flossen, ne? Also auch anders als ein Fisch, der so zwei Flossen an der Seite hat, hat dieser jetzt tatsächlich vier Flossen. Und ich weiß, der hat auch nicht nur die beiden vorderen Flossen benutzt, wie jetzt zum Beispiel eine Schildkröte, die ja die hinteren Beine nur zum Paddeln nimmt, sondern der ist mit allen Vieren geschwommen, ne? Also quasi so ein Unterwasserflug, Richtig cool, ja. wie es vielleicht auch der Pinguin gemacht hat, der aber auch nicht seine Hinterflossen, also es sind ja nur Beine am Pinguin, die er aber nicht benutzt hat. Und die Wasserverwirbelung hat dieses Tier halt ganz geschickt benutzt. Genau, also wenn man sich das vorstellt, ne, wenn man so fliegt, ich bin jetzt kein Vogel und auch kein Pinguin oder so, aber wenn man so fliegt, Und dann dann noch unter entstehen ja Wasser. so Verwirbelungen und die Verwirbelungen hat der mit den Hinterflossen aufgenommen und war dadurch noch schneller. Dadurch noch schneller. Highspeed sozusagen. Noch ganz kurios bei diesem Plesiosaurus ist natürlich der lange Hals. Ne? Es gibt ja zwei große Gruppen von Wassersauriern, die Plesiosaurier mit dem langen Hals und dem kleinen Kopf und die Pliosaurier, die etwas gedrungeneren, mit dem kurzen Hals und mit einem großen Biss. Er hat nur einen sehr kleinen Kopf. Und wenn er hier so im Teich liegt und diese spitzen Zähne hat, ich vermute schon, was er gerne gefressen hat. Man kann es ja auch bei vielen Sauriern sehen, diese Zähne, die so ineinander gehen. Ne, das spricht ja eigentlich immer für Fische, für Fischfang, weil so ein Fisch ist ja nun auch nicht so ganz einfach zu fangen. Flutschig halt, ne? Bisschen flutschig, bisschen glitschig. Ne? Und wenn der so diese überstehenden Zähne hat, dann kann er den Fisch natürlich viel besser festhalten. Ne? Ja, unser Modell für die Besucher gut sichtbar hier am Teich, aber auch da habe ich gehört, das, also. Am Teich wäre schön, ne? Am Teich wäre besser. Ach ja, naja, Weihnachtszeit ist noch nicht so lange her, ne? Auch wenn jetzt gerade Ostern war. Aber wir sehen ihn hier an Land liegen, aber das ist gar nicht realistisch gewesen, oder? Genau, tatsächlich hat er ausschließlich unter Wasser gelebt und war sehr wahrscheinlich auch lebendgebärend, ne? Weil an Land, also als Reptil, müsste er an Land Eier legen. Das war nicht möglich. Deswegen sehr wahrscheinlich eine Lebendgeburt. Also wahrscheinlich dann auch nur ein Jungtier. Ja, und für diese Pose, es hätte ihm auch komplett der Schultergürtel gefehlt. Er wäre hier komplett in sich zusammengesackt. Und noch ganz spannend, wenn er dann aufgetaucht ist, na, ähnlich wie ein Säugetier, er braucht den Luft aus der Sauerstoff, um zu atmen, dann ist er wahrscheinlich senkrecht nach oben gestiegen, weil alles andere war wieder nicht möglich mit seiner Körperform. Und der lange Hals, ja, was hat es ihm gebracht, dieser lange Hals? Also wenn ich jetzt ein Fisch wäre und Naja, wenn der schwimme da so auf mich herum. zukommt, ich bin ein kleiner Fisch, dann sehe ich ja erstmal nur den kleinen Kopf und denke, ist ja ein kleiner Fisch, der mir entgegenkommt, gar kein großer Feind. Und dann kommt auf einmal der große Körper und dann ist schon zu spät. Oder andersrum schwimmt der Fisch von hinten an ihm vorbei und er sieht erstmal nicht den Kopf, sondern sieht nur diesen langen Hals, und das vielleicht als Wasseralge war oder was auch immer. Und dann kommen aber doch am Ende noch die scharfen Zähne. Also aus beiden Seiten so ein Überraschungsangriff. Schon ziemlich gut, ne? Das hat nicht nur die Mary Anning beeindruckt, das könnt ihr auch hier im Dinopark erleben. Denn wir haben über 230 verschiedene Urzeittiere. Der Plesiosaurus ist nur eines von vielen spannenden Tieren, die dazugehören. Ja, und ich würde sagen. Genau. Wir haben ziemlich viel Neues erfahren, ne? Über ein Tier, was ja tatsächlich manchmal so ein bisschen untergeht, aber vielleicht beim nächsten Mal doch noch mal einen Blick wert ist. Ja, zum Ja? Abschluss können wir vielleicht noch erwähnen, wie gesagt, es ist kein Dinosaurier. Übersetzt heißt der Name Plesiosaurus. Plesio bedeutet so wie fast, also fast eine Echse. Ja, lebt ja auch im Wasser. Und diese Fast-Echse hat auch viele Besonderheiten, die aus dem Fast einen wunderschönen machen. Gut, bis zum nächsten Mal.